Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser, ganz herzlich willkommen zu Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 6. August 2020, hier aus meinem Studio, aus meinem Büro in Zürich, bei sonnigen Außentemperaturen. Was sind die Themen der heutigen Sendung? Wir beschäftigen uns natürlich notgedrungen mit diesem Thema Corona und auch den politischen Weiterungen, den Profilierungen und Profilierungsneurosen im Zusammenhang mit Corona. Und dann werfen wir einen Blick auf Beirut. Dort zeigen einfach die Zerstörungen nach der Explosion das Ausmaß der Korruption in diesem Staat. Vor 75 Jahren fielen die Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki. Waren sie notwendig? Wie ist hier eigentlich eine Bilanz zu sehen? Ja, ich habe gestern angefangen mit einer bitteren Klage, wie immer, gegen die Unverantwortlichkeit, gegen die Verantwortungslosigkeit der Medien. Sie sehen, ich sage das ein bisschen ironisch, aber eben nicht nur, denn die Medien machen aus meiner Sicht hier wirklich einen schlechten Job. Sie neigen dazu, diese ganze Corona-Situation zu dramatisieren. Sie erzeugen einen falschen Eindruck, auch und gerade in der aktuellen Situation. Vor allem dadurch, dass sie wie mit Strichlisten jede einzelne Fallzahl, jede angebliche Neuinfektion, jeden neu positiv getesteten Fall an die ganz große Glocke hängen und damit natürlich eine Kulisse des Unbehagens erzeugen, der Verunsicherung, auch der Angst, und damit diesen merkwürdigen Zustand verlängern, in dem wir uns befinden heute, dieses partielle Koma, diese halbseitige Lähmung der Schweiz, aus der wir irgendwie nicht herauskommen. Und das Ganze dient natürlich auch politischen Interessen, dient auch dem Staat letztlich, denn der Staat, ist klar, wenn der Staat jetzt auch noch in der Gesundheit ganz groß regulieren und ganz groß bestimmen kann, dann lassen sich die Leute in Bern das nicht entgehen. Ich sage das nicht als sozusagen spezielle Anklage an die angebliche Charakterlosigkeit oder tyrannische Mentalität, die in Bern herrscht. Nein, es ist einfach eine Tatsachenbeobachtung. In Staaten, in Behörden neigen die Menschen dazu, selbstverständlich aus einem urtümlichen, kreativen Drang heraus bestimmen zu wollen. Und wenn sie im Staat halt, wenn sie dem Staat zu viel Raum geben, dann nimmt er diesen Raum. Und er nimmt ihnen den Raum weg, denn anders als in der Marktwirtschaft, wo beide eine Win-Win-Situation haben können, ist es in der Politik eben, in der Machtpolitik eben so, dass es anders läuft. Das, was der Staat an Macht gewinnt, das verliert der Bürger, und das ist für die Schweiz gefährlich, denn unser Land ist auf Eigenverantwortung, auf Freiheit aufgebaut und dadurch eben auch auf dem Einsatz und dem Engagement der einzelnen Leute, auch und gerade in der Wirtschaft, denn ein kleiner Staat wie die Schweiz muss einfach performen, sonst geht das da mit dem Wohlstand den Bach runter. Und vor diesem Hintergrund ist die mediale Berichterstattung über Corona unverantwortlich, weil überdramatisierend, gerade mit diesen zwar nicht falschen, aber eben doch irreführenden Einzelfallzahlen, die den Leuten vorgaukeln, als ob hier eine ganz gefährliche zweite Welle im Anrollen sei. Es stimmt, dieses Virus frisst sich, brennt sich irgendwie durch die Gesellschaft durch. Das ist etwas Unerfreuliches, aber wir dürfen uns von diesen Einzelfallzahlen nicht ins Boxhorn jagen lassen. Man muss diese Zahlen in die Perspektive bringen. Jetzt etwas Faires und etwas sagen wir etwas Positives, was die Medien auch machen. Viele Portale haben diese Zahlen, bringen diese Zahlen auch, zum Beispiel der Tagesanzeiger oder die NZZ, aber in den Top-Schlagzeilen dominiert eben immer diese Strichliste der Einzelfallzahlen, die bei oberflächlicher Betrachtung eben einen falschen Alarmeindruck, einen falschen Alarmismus erzeugen. Schauen wir also gemäß offiziellen Daten die Todesfallstatistiken an in der Schweiz. Wir sehen hier zum jetzigen Zeitpunkt auch im ganzjährigen, in der ganzjährigen Betrachtung keine Übersterblichkeit. Also dieses Coronavirus hinterlässt in den Sterbestatistiken zwar Spuren, vor allem in bestimmten Wochen, die wir im April, Mai gewesen sein. Dort gab es eine Übersterblichkeit in bestimmten Altersgruppen über 80 Jahren.
Es gab keine Übersterblichkeit bei den unter 65-Jährigen. Das muss man einfach ganz klar hier festhalten. Es gab eine Übersterblichkeit in bestimmten Kategorien, fortgeschrittenes, also sehr fortgeschrittenes, hochbetagtes Alter, in anderen gab es das nicht. Jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, seit mehreren Wochen gibt es keinerlei Übersterblichkeit mehr, obwohl wir eine steigende Ansteckungskurve beobachten. Also das relativiert schon einmal den dramatisierenden Touch, den diese Berichte haben. Schauen wir jetzt einmal die Hospitalisierungen an, die Covid-19-Patienten in Spitalpflege. Und auch hier, ich will das nicht total verharmlosen. Ich meine, die Leute, die in Spitalpflege sind, die machen eine schwierige Zeit durch und einige von ihnen werden möglicherweise auch sterben. Aber wir müssen uns auch hier vor Augen führen, nicht die Einzelfallbetrachtung, die immer emotional aufwühlend ist. Wir müssen natürlich die aggregierten statistischen Größen anschauen, weil die geben mir dann einen Einblick, wie das Risikoprofil der ganzen Gesellschaft ist. Wie sieht es also mit den Hospitalisierungen aus? Die Zahlen sind bekannt. Zum Beispiel der Kanton Genf meldet 20 Hospitalisierungen, aktuell davon eine in Intensivpflege. Kanton Watt 16 Hospitalisierungen, 3 Personen in Intensivpflege. Der Kanton Zürich 29 Hospitalisierungen, 4 in Intensivpflege. Tessin 2 Hospitalisierungen, die ehemalige Risikozone, 0 Intensivstationenbelegung im Zusammenhang mit Covid-19. Bern 12 Hospitalisierungen, 3 Intensivstationen. Wallis 4 Hospitalisierungen, 1 Intensivstation. Freiburg 1 Hospitalisierung und 1 auf der Intensivstation, also das ist die gleiche. Nein, Entschuldigung, das sind 2 Patienten, sind 2 verschiedene, Entschuldigung, die Statistik ist hier anders. Dann Basel-Stadt, 8 Hospitalisierungen, 1 auf der Intensivstation, Basel-Land 0 und 0, Graubünden 1 und 0, Luzern 14 und 5 auf der Intensivstation, Neuenburg 1 und 0 auf der Intensivstation und so weiter. Also Sie sehen hier, auch Thurgau 0 Intensivstation, Zug, Jura 0 auf den Intensivstationen, Schaffhausen 2, 0 in Nidwalden, Uri 0 Hospitalisierungen, Appenzell Ausserrhoden 1 Hospitalisierung, 0 auf der Intensivstation, Obwalden 0 und keine Angaben zu den Intensivstationen. Also Sie sehen hier, dass das Spitalsystem ist meilenweit davon entfernt, überwältigt zu werden. Und es müsste eigentlich, wenn wir jetzt die Entwicklung anschauen, die steigenden Ansteckungszahlen, müssten im Prinzip die Hospitalisierungen nach oben schnellen. Sie tun das nicht, weil jetzt eben, und das sagen die Medien auch, vor allem die Jüngeren, die ungefährdeten Nicht-Risikopatienten dieser Ansteckung, diesen Coronaviren ausgesetzt sind. Und das muss man einfach klar zum Ausdruck bringen. Und ich stelle einfach fest, dass wir seitens der Behörden und seitens der Medien eine große Hemmung haben, hier die Realität zu benennen. Niemand möchte sich dem Vorwurf aussetzen, etwas zu verharmlosen. Niemand möchte unsolidarisch sein, also wirft man alles in den gleichen Topf. Bundespräsidentin Sommaruga hat hier den eigentlichen Ton gesetzt, ganz am Anfang, als sie gesagt hat, wir sind alle gleichermaßen von diesem Virus betroffen. Und das ist in der Meinung, die sie dem Satz beilegt, natürlich falsch, denn es ist gerade das Gegenteil wahr. Und zum Glück ist es so, dass eben nicht alle gleichermaßen virologisch, gesundheitsmäßig von diesem Virus betroffen sind. Aber diese Rhetorik, diese pauschalisierende Rhetorik trübt irgendwo den Blick auf die Realität und führt eben dazu, dass wir falsche politische Antworten liefern und einem überschießenden Staat weiterhin die Munition in die Hand geben, die Gesellschaft zu kontrollieren. Ich komme jetzt zu den aktuellen Nachrichten und eine davon sehen wir hier. Super Mario Fair, der gestaltungsfreudige und sicher auch auf seine Art erfolgreiche SP-Regierungsrat des Kantons Zürich, SP. Er prescht jetzt vor und hat es offensichtlich geschafft, dass ihm die Fluglinien die Passagierliste von Leuten geben, die aus sogenannten Risikostaaten in die Schweiz gekommen sind. Die müssen dann in Quarantäne gehen, die ganzen Familien etc. Jetzt, das wird in den Medien tendenziell bejubelt, dass er jetzt hier sozusagen als Forscher vorausgeher diese legalitätsmäßig doch eher fragwürdige Aktion hier gemacht hat. Und das ist für mich genau so eine Sache. Ich meine, wenn Sie jetzt als Jugendlicher aus einem Risikoland kommen, zum Beispiel aus Spanien,
Dann sind Sie ja persönlich, falls Sie sich dort angesteckt haben sollten, sind Sie persönlich gar nicht bedroht. Sie können aber für andere eine Bedrohung darstellen, das ist richtig. Aber was ist der Umgang, den man hier an den Tag legen muss? Aus meiner Sicht eben nicht diese drakonischen Staatseingriffe, sondern wesentlich ist das, was wir in dieser Sendung schon seit Wochen sagen, nämlich, dass man, wenn man sich in Kontakt mit Risikogruppen bewegt, also wenn man die eigenen Großeltern besucht oder die Eltern, die schon etwas fortgeschrittenen Alters sind, ja, dann muss man sich speziell schützen. Natürlich mit Masken, mit der Desinfektion, Abstand halten und so weiter. Vielleicht draußen sich eher treffen als drinnen, Klimaanlage abschalten, diese Vorsichtsmaßregeln, nicht unbedingt mit dem Großvater in den Club, in den Disco-Club bis morgens um vier durchtanzen und so weiter. Solche Dinge sind wichtig. Das Tracking und Tracing, da bin ich schon etwas skeptischer, weil eine größere Gesellschaft bringen sie einfach nicht dazu, diese Apps runterzuladen und dann die entsprechenden Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Aber diese ganz elementaren Abstands- und Hygieneregeln, die bringen schon sehr viel. Und hier diese Staatseingriffe, diese Zwangsquarantäne, da bin ich sehr, sehr skeptisch. Also ich habe da einfach immer die Bilder vor mir von Südkorea, wo sie die Leute dann wirklich in so Lagerhallen eingesperrt haben, wo dann Menschen in Mondanzügen sie da betreut haben. Das ist klar, in der Schweiz passiert das so nicht, aber das ist irgendwo hier die Luft- und Fluglinie dieser ganzen Politik. Also das ist für mich eine datenrechtlich hochbrisante Geschichte, die da im Kanton Zürich praktiziert wird, vor dem Hintergrund der eben zwar jetzt zunehmenden, aber eben nicht hospitalisierungs- und todesfallmäßig durchschlagenden Infektionsentwicklung mit Corona. Dann ein zweites Thema da, die Schweiz will sich Corona-Impfstoff sichern, hat einen Vertrag mit der US-Biotech-Firma Moderna abgeschlossen, um da einen schnellen Zugang zu haben. Die Frage, heizt der Bund damit den sogenannten Impfnationalismus an? Nein, das muss nicht sein. Ist eine notwendige Interessenwahrung, dass man versucht, an einen Impfstoff heranzukommen. Das ist aus meiner Sicht nicht zu kritisieren. Allerdings sind Jubelmeldungen der Firmen über kurz bevorstehende Impfdurchbrüche mit Vorsicht zu genießen, denn es geht hier natürlich auch darum, den Aktienkurs zu steigern. Die Ankündigung des Bundesamt für Gesundheitschefs Pascal Struppler sollte vermutlich ein Befreiungsschlag, also er hat das kommuniziert, gestern sollte ein Befreiungsschlag nach vielen Negativmeldungen sein. Der Plan ist unvollendet. Am Mittwoch ist die angekündigte Vertragsunterzeichnung noch nicht über die Bühne gegangen. Das Vorgehen des Bundes ist nicht ganz unproblematisch, denn man zahlt schon, bevor man die Lieferung hat. Also hier eine etwas unsichere Geschichte. Noch eine Nachricht aus den USA. Das Magazin Science hat am 4. August einen Artikel gebracht, sehr interessant, über die sogenannten T-Zellen im Zusammenhang mit Corona, und die Findings, also die Befunde von Science, decken sich genau mit dem, was der Immunologe Peter Stadler vor einigen Wochen in der Weltwoche geschrieben hat, dass nämlich viel mehr Leute eine gewisse, teilweise Immunität haben bezüglich Corona, aufgrund von früheren Erkältungen, weil Erkältungen auch im Zusammenhang mit Coronaviren, anderen Coronaviren stehen. Und deshalb haben die Leute eine gewisse Immunität bereits entwickelt gegenüber diesem neuartigen Virus. Und das ist eine sehr, sehr positive Nachricht, die ebenfalls dazu beitragen sollte, diese Horrormeldungen oder vermeintlichen Horrormeldungen der steigenden Infektionszahlen da zu relativieren. Es gibt eben doch eine schon weiter fortgeschrittene Immunität. Das bestätigt jetzt nicht nur Immunologe Peter Stadler in der Weltwoche, sondern eben auch diese neueste Ausgabe des Science Magazine. Das habe ich in einer amerikanischen Sendung gehört, die sich sehr intensiv mit diesem Stoff auseinandergesetzt hat. Dann Blick auf Beirut. Die Zerstörungen nach der Ammonium-Nitrat-Explosion wie seinerzeit im Libanon-Krieg sind gigantisch. Es ist eine allerdings voraussehbare Katastrophe. Seit 7 Jahren lagert dieser Giftstoff da im Hafen. Eine korrupte Elite bereichert sich, sorgt nicht für die Allgemeinheit. Die Ware stammt von russisch kontrolliertem Frachtschiff, sollte weiter nach Mosambik transportiert werden, wurde aber zwischengelagert, da das angeblich weniger gefährlich sein soll, so etwas im Hafen zu lagern, als auf dem Schiff.
Zollbehörde schrieb seither 6 Briefe an die Justizbehörden, um dieses Problem in den Blick zu nehmen. Jetzt haben offenbar Schweißarbeiten das Material zur Explosion gebracht. Hafen und mehrere Stadtteile verwüstet, über 130 Menschen tot, 5000 verletzt, 300.000 obdachlos. Die Elite des Libanons besteht nach wie vor großenteils aus Warlords des Bürgerkriegs vor 30 Jahren. Die Menschen versinken in Armut, die Klügsten ziehen weg und die Regierung ist massiv unter Druck. Also ein ganz fürchterliches Kapitel in der aktuellen Situation. Dann ganz spannend in den USA, eine Entwicklung, da möchte ich Sie nur ganz kurz darauf aufmerksam machen, es ist im Zusammenhang, Sie erinnern sich mit der Verhaftung von George Floyd, dieser grässliche Fall mit dem Polizisten, der eben dem Floyd sein Knie in den Nacken gedrückt hat und dieser Floyd verstarb dann während dieser Aktion, das hat er diese gigantischen Proteste ausgelöst in den Vereinigten Staaten bis hin zu Denkmalstürzen und so weiter. Eine Rassismusdebatte hat das entfacht. Jetzt ist ein neues Video herausgekommen. Die Daily Mail, die britische Tageszeitung, hat das in Umlauf gebracht. Und dieses Video zeigt die Vorgeschichte der Verhaftung von George Floyd mit einer Bodykamera aufgenommen. Und das ist sehr, sehr interessant, was hier herauskommt. Auch sehr interessant, warum dieser Teil des Videos, man sah immer das andere Video, wo der andere das Knie auf dem Nacken hatte von Floyd, das war bekannt, das war im Umlauf, das wurde auch von den Behörden so im Umlauf behalten. Aber das Video, das die Vorgeschichte zeigt, das wurde unter Verschluss gehalten, ganz gezielt von den entsprechenden zuständigen Stellen, kam jetzt heraus und das ist eben sehr, sehr interessant. Da muss man immer aufpassen, weil da wird ein jedes Wort, das man sagt, mit einem sofort falschen Mund umgedreht. Dieses Video, dieses neue Video, relativiert nicht, dass die verbrecherische Aktion dieses Polizisten, der da dem George Floyd sein Knie in den Nacken drückte. Das wird dadurch nicht relativiert. Aber was relativiert wird, ist die ganze Erzählung darum herum, dass eben diese Polizisten angeblich unverbesserliche, notorische, rassistische Straftäter und Übeltäter gewesen sein sollen, die quasi vorsätzlich diesen armen George Floyd da umgebracht haben. So wurde der Fall ja geframed, dargestellt und so wurde der Fall dann auch vor Gericht bis jetzt behandelt. Das ist ja die Anklage, lautet ja geradezu auf vorsätzlichen Mord, was natürlich dann noch schwierig zu beweisen sein wird, aber das ist ein anderes Thema. Und dieses Video relativiert jetzt einfach diese ganze zugespitzte, politisch-ideologisch zugespitzte Geschichte. Und es ist natürlich wichtig, dass man in so einem entscheidenden, bedeutenden Prozess in einer Gesellschaft die Fakten auf dem Tisch hat. Und dieses Video zeigt also, wie diese Polizisten George Floyd aus seinem Auto rausgenommen haben, beziehungsweise ihm gesagt haben, er soll das Auto aufstehen. Es stand offensichtlich massiv, das merkt man, massiv unter Einfluss von Drogen. Und das Interessante an diesem Video ist, schauen Sie sich's an, er klagt schon ganz, bevor ihn die Polizisten überhaupt anfassen oder irgendetwas mit ihm machen. Er steht dann und sagt, er könne nicht mehr atmen, es gehe ihm ganz schlecht, er könne nicht in ein Auto sitzen, er habe Angst, in ein Auto zu sitzen, bitte helfen Sie mir, ich bekomme keine Luft mehr. Das sagt er schon, bevor irgendein Polizist ihn irgendwie behändigt hätte, geschweige denn sein Knie auf seinen Hals gedrückt hätte. Also da, Sie sehen dort einfach das Bild eines Menschen, der massiv unter Drogeneinfluss ist, der offensichtlich auch schwerwiegende gesundheitliche Probleme hat, der unter massivem Stress steht, auch etwas Realitätsverlust hat und der sich dann eben diese Verhaftung ganz massiv widersetzt, schreit und so weiter und so weiter. Das rechtfertigt nichts von dem, was dann nachher passiert ist, aber es gibt einfach eine andere Perspektive und widerlegt aus meiner Sicht oder relativiert diese Aussage, dass es sich bei diesen Polizisten um notorische Rassisten handelt, die mit ganz gezieltem Vorsatz hier einen Schwarzen umbringen wollten. Das ist nicht der Fall. Also einer der Polizisten sagt ihm dann auch, er will ihn beruhigen, sagt, nein, Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn Sie da in unserem Auto sind, dann haben Sie, werde ich das Fenster, die Fensterscheibe runterkurbeln, dass Sie genügend Sauerstoff haben, Sie werden kein Problem haben, etc. etc. Aber daneben widersetzt sich voll. Schauen Sie sich dieses Video an, bilden Sie sich da Ihre eigene Meinung, aber es ist sehr interessant, ist auch spannend, dass unsere Medien überhaupt nicht über dieses Video hier berichten. Das zeigt einfach, dass nicht das Journalistische aufklären wollen, sondern einfach hier auch die politische Agenda, natürlich auch geprägt irgendwie durch diesen Wahlkampf, alle gegen Trump, da
die Regie führen. Ja, vor 75 Jahren fiel die Atombombe auf Hiroshima und beendete mit jener auf Nagasaki den Zweiten Weltkrieg, auch im Pazifik. Gute Nachricht in diesem ganzen, in dieser Apokalypse, immerhin, die Menschheit ist seither einem Atomkrieg entgangen. Das ist vielleicht das einzig Positive an diesem Gleichgewicht des Schreckens und der atomaren Hochrüstung. Es wird immer ein Streitpunkt sein, ob die Atombombe Little Boy, wie sie verharmlosend genannt wurde, sinnvoll war, respektive den Krieg verkürzte und viele Menschenleben rettete oder eben völlig sinnlos Menschenleben aufs Spiel setzte und Menschenleben vernichtete, beispiellose Zerstörungen, unglaubliche Druckwelle, Feuersturm, Hunderttausende Tote, verletzte Patienten mit Spätfolgen. Danach allerdings, und das ist vielleicht das eben in der ganzen makabren und grauenhaften Situation das Erfreuliche, vielleicht hat sich eben auch durch diese Atombombenabwürfe das Bewusstsein verfestigt, dass man so eine Katastrophe einfach nie mehr haben will und dass die Leute dann quasi bei aller Hochrüstung immer im Hinterkopf hatten, so einen Krieg bzw. einen Einsatz solcher Waffen nie mehr zuzulassen, obwohl man im Kalten Krieg ein paar Mal sehr, sehr nahe dran war. Ein Atomkrieg sei nicht zu gewinnen. Das ist vermutlich auch eine der Folgen dieser Bilder von Hiroshima und Nagasaki. Das Risiko bleibt natürlich, in der Realität wird immer aufgerüstet, auch heute, plus der Nachteil, die Atombombe dient manchen Diktatoren als Lebensversicherung. Also das ist schon ein ganz großes Thema. Zeigt halt, dass auch schlechte und üble Entwicklungen am Ende doch einen positiven Effekt haben können, nämlich den, dass eben ein großer Weltkrieg der Menschheit erspart geblieben ist seit 1945. Aber man wird wohl nicht so naiv sein zu glauben, dass solche Möglichkeiten nicht dauerhaft bestehen. Das kann immer wieder vorkommen. Ja, meine Damen und Herren, das ist die Sendung von heute gewesen. Ich hoffe, Sie sind mir bis hierhin gefolgt. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns am nächsten Montag wieder, wenn es heißt Weltwoche Daily, die andere Sicht. Ich werde dann vielleicht von einem Lichtblick berichten können, den ich aber noch nicht ganz parat habe. Und zwar lese ich ein Buch als Protestant. Ist also, muss man sich immer auch mit der anderen Sicht auseinandersetzen. Ich lese hier ein Buch von Josef Kardinal Ratzinger, dem späteren Papst Benedikt, Werte in Zeiten des Umbruchs, die Herausforderungen der Zukunft bestehen. Und er hat dieses Buch geschrieben, 2005, also vor 15 Jahren. Ich bin jetzt sehr gespannt, ob die Ausführungen, die hier von diesem zweifellos brillanten Intellektuellen Josef Ratzinger, Papst Benedikt, ob diese Gedanken immer noch stichhaltig und wegleitend sind. Ich würde Ihnen dann in der nächsten Woche entsprechende Empfehlungen abgeben. Also das ist erst ein potenzieller Lichtblick des Tages, vielleicht auch nicht. Ich kann es Ihnen noch nicht sagen, habe erst gestern Abend angefangen, das zu lesen. Der Lichtblick natürlich heute Donnerstag ist nicht die Weltwoche, weil wir noch keine Ausgabe herausgebracht haben. Es ist immer noch die Sommerpause, wir arbeiten an der neuen und da werden dann einige interessante Neuerungen auf Sie zukommen. Ich bin schon sehr erfreut, Ihnen diese dann auch vorstellen zu können. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, alles Gute und bis bald.